Ja, das wusste ich vieles damals nicht. Mir hat nur mal jemand gesagt, als ich ins Politbüro kam, als neuer Mann bin ich immer pünktlich gewesen und saß, wenn es losging, immer schon am Platz. Während die anderen noch also langsam reinlatschten, hätte ich beinahe gesagt, mit der Tasche. Und ich saß auf so einer Reihe, hinter mir war die Gardine und da musste Mielke und Stoff und Krolikowski, die mussten an mir vorbei, die saßen weiter vorne. Da bin ich aufgestanden und habe gesagt, einen Tag, einen Tag. Und da hat mir dann, kurz danach, hat mich jemand beiseite genommen aus diesem Politbüro, hat gesagt, Herbert, komm mal her. Ich sehe immer, wie du erstens pünktlich bist, naja, und wie du immer aufstehst und den und den und den da die Hand gibst. Merk dir mal, hat er mir gesagt. Die Leute, und da meinte der Mielke und Krolikowski und so, denen du da die Hand gibst, die sind es nicht wert, dass du dich vom Stuhl erhebst. So. Das heißt also, es gab dort schon Leute, die wussten in etwa, was die für eine Rolle spielen. Es war bloß nicht gegeben zu sagen, also jetzt machen wir da mal ein bisschen Krawall. Ja. Ja. Und die waren wirklich, sie waren Spione des sowjetischen Geheimdienstes.